Prima, dann können wir gleich anfangen. Wir machen wie immer was für den ganzen Körper. Wenn ihr einen Spiegel habt, nützt den Spiegel. Schaut mal immer, was machen die Schultern. Macht jede Seite, zum Beispiel bei Ausfallschritten, die gleiche Bewegung. Wenn es irgendwelche Verletzungen gibt, wie Knie oder so, dann schaut er auf die Knie. Vielleicht geht es auf der einen Seite besser, auf der anderen Seite nicht so gut. Grundsätzlich ist immer so die schwächere Seite oder der schwächere Arm, das schwächere Bein, so der Maßstab. Dann würde ich sagen, wir beginnen gleich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Trinkt dazwischen was. Und wenn irgendwas nicht gehen sollte oder irgendeine Übung ihr nicht machen dürft oder könnt oder sollt, dann macht die bitte auch nicht. Macht dazwischen eine kurze Pause. Vielleicht immer auf der Stelle marschieren oder joggen. Auch bei der Intensität gilt, hör auf dein Herz. Wir können gerne mal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, da spricht nichts dagegen. Wenn du alleine trainierst oder für dich allein zu Hause bist, schau, dass du genug Platz hast. Nicht, dass du irgendwie entweder dich verletzt oder deine teuren Vasen darunter leiden. Morgen, Dunja. So, dann würde ich sagen, wir beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß. Einen schönen Tag hier aus dem AJs. Ich bin wieder mal ganz alleine. Aber das schaffen wir jetzt zusammen. Mein Name ist Mel, wer mich noch nicht kennt. Und dann legen wir los. So, ich gehe hier nochmal ein Stück zurück. Ihr wisst, die Musik ist leise im Hintergrund, sodass mir das nicht wieder dann auf Facebook laut leise gestellt wird. Bring die Füße schön weit geöffnet, zieh mal deine Schultern richtig schön nach hinten, heb den Brustkorb nach oben, setz dich tief und hoch, Arme erstmal locker ablegen. Und wie gesagt, wenn du schon aufgewärmt bist, schon laufen warst, oder schon irgendwelche Übungen gemacht hast, dann fängst du gleich mit deinem schönsten, deinem besten Bewegungsradius an. Und wer die ersten paar Minütchen zum Aufwärmen nützt, arbeitet sich langsam, stetig etwas tiefer und in einem größeren Bewegungsradius. Nimm den Oberkörper immer so ein bisschen nach vorne, dass du dein Gewicht auf den Fersen halten kannst und die Zehenspitzen einfach mal entspannt im Schuh oder auf dem Boden ablegen. Prima. Nimm die Arme dann mit dazu und du ziehst die Arme nach außen wie in ein V. Ungefähr die breite Öffnung wie die Knie auch. Schau mal nach unten auf deine Füße. Beide Füße stehen auf gleicher Höhe. Beide Knie ziehen schön nach außen. Wir haben noch 12 Stück davon. Versuch immer wieder ein Stückchen tiefer zu rutschen. Und die letzten 8. Ecken wir mal den Körper auf. Und dann nochmal 4 Stück. 3. Und dann bleib mal unten sitzen, nimm die Arme jetzt höher und dann zieh mal die Daumen nach hinten, lass die Schultern tief und schön immer noch ein V, letzten 8. Komm noch ein Stückchen tiefer, Brustkorb heben und kräftig ein- und ausatmen, 4 Stück. 3 noch, 2 noch und dann setz die Hände ab, locker die Schulter. Zieh die Schulter zur Mitte, zieh dein Schulterblatt jetzt von der Wirbelsäule hinten weg. Rotier um die eigene Wirbelsäule und spann jetzt den Bauch schon mal mit an. Und dann bleib in der Mitte, roll dich langsam auf. Schultern wieder ganz weit zurück, tief hoch
Beine sind schon wärmer, schon etwas besser durchblutet. Du kannst schon wieder ein Stückchen tiefer gehen. Vier noch. Drei. Und dann hebst du mal deine rechte Ferse vom Boden ab. Acht Stück. Sieben. Immer wieder aufrichten, immer wieder Schultern zurückziehen. Vier noch. Drei noch. Zwei. Und dann dreh dich in einen Ausfallschritt. Nimm hier die Arme schön zur Seite. Streck die Arme und streck die Wirbelsäule. Auch hier arbeitest du dich immer ein Stückchen tiefer. Letzte acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Dreh dich wieder zur Mitte zurück. Arme auch außen. Jawohl. Schön tief, schön hoch. Vier noch. Heb den Brustkorb immer wieder an. Lass die Schultern unten. Heb deine linke Ferse hoch. Acht. Sieben. Sechs. Streck noch mehr bis in die Fingerspitzen. Vier. Noch drei. Und dann drehst du dich zur anderen Seite. Zieh das Knie nach unten zum Boden. Versuch mal vorne auf deiner Ferse zu stehen. Und mach dich richtig schön lang. Gestreckter Oberkörper. Nochmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Komm wieder zur Mitte zurück. Dreh jetzt deine Daumen nach oben und zieh die Arme nach hinten. Versuch die Arme oben zu halten. Spür deine Schultern. Spür jetzt auch die Schulterblätter. Gut. Und dann hebst du wieder rechte Ferse hoch. Vier Stück noch hier. Yes. Zwei noch. Dreh dich wieder zur Seite. Arme. Zieh. Zieh. Schön von oben nach unten. Nütz die gesamte Bewegung, die dein Ellbogen hergibt. Und schön die Schulter bewegen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Achtung, wieder zur Mitte zurück. Zieh. Sieben. Wunderbar. Und dann hebst du wieder die linke Ferse. Vier. Drei. Zwei. Dreh dich zur anderen Seite. Zieh. Strecke. Zieh. Strecke. Prima. Beide Beine sind fest. Spann nochmal, peil beide Pobacken an. Und jetzt kennst du die Bewegung. Jetzt arbeitest du am Bewegungsradius. Sieben Stück noch. Und noch viermal. Jawohl. Drei. Zwei. Wieder zur Mitte zurück. Zieh. Sieben. Yes. Rechte Ferse hoch. Vier. Drei. Zwei. Dreh dich nochmal zur Seite. Acht. Sieben. Ich hab's wieder vergessen. Meine Uhr. Mach deine Trainingsuhr an. Vier noch. Noch drei. Noch zwei. Zur Mitte. Zehn. Sieben. Und es wird jetzt immer kürzer. Linke Ferse hoch. Ja. Schön. Dreh dich zur Seite. Acht. Sieben. Sechs. Groß arbeiten. Vier noch. Drei. Wunderschön. Nochmal zur Mitte. Vier Stück. Zieh. Rechte Ferse hoch. Dreh dich zur Seite. Vier.
Drei. Zwei. Komm zur Mitte. Schöne Arme ziehen. Linke Ferse hoch. Dreh dich. Und vier. Strecke. Zwei. Mitte. Nochmal. Ziehen. Drei. Wir sind gleich durch. Rechte Ferse. Dreh dich. Vier. Jawohl. Schön durchhalten jetzt. Mit Kraft. Nochmal Mitte. Vier. Drei. Linke Ferse. Dreh dich. Vier. Drei. Und jetzt kommt die letzte Runde, die beste Runde. Mitte. Zieh. Wunderschön. Zwei noch. Dreh dich. Vier. Drei. Zwei. Mitte. Jawohl. Linke Ferse. Oh, dreh dich letztes Mal. Vier. Drei. Zwei. Bleib in der Mitte. Tief. Sehr schön. Und die Schultern halten jetzt hier. Daumen sind hinten. Heb die Ferse. Lass die Beine noch mal ein bisschen zittern. Lass die Beine ein bisschen brennen. Jawohl. Zieh deine Schulterblätter hinten zusammen. Und heb die Fersen schön hoch. Jetzt mal im Wechsel. Rechts, links. Jetzt kannst du dich wieder tiefer setzen. Die Arme legst du schon mal ab. Lass die Schultern hinten zusammen. Lass den Brustkorb oben. Feste, durchhalten jetzt. Letzten. Geh nochmal tiefer. Sieben. Und nur noch vier Stück. Wunderschön. Und löse. Bring die Füße zusammen. Locker die Beine. Bring die Füße nebeneinander. Gewicht ist auf der rechten Seite. Räum deine Arme auf. Und lass die Schultern unten. Schön zur Seite. Prima. Oberkörper ist ganz aufrecht. Schieb deine Ferse nach außen, wie wenn du hier gegen einen Widerstand drücken würdest. Heb immer wieder den Brustkorb, immer wieder den Kopf. Dein Standbein ist jetzt richtig fest. Schön zur Seite. Schön zur Seite. Immer zur Seite. Ich nehme mal zu euch. Das Bein kommt zu euch nach vorne. Und aus der Seite ziehst du jetzt nach hinten. Wie wenn du Schlittschuh laufen würdest. Und dann geht die Zehenspitze nach außen. Nach außen. Diagonal. Wie wenn du dich wegdrückst. Schieb die Zehenspitze nach außen. Gut. Mach den Oberkörper wieder etwas länger. Brustkorb hoch. Beide Arme streckst du nach oben zur Decke. Und dann ziehst du beide Ellbogen tief, tief, tief. Immer noch Schlittschuh. Gut. Und dann ziehen wir mit den Ellbogen sogar ein bisschen nach hinten, nach unten. Endspurt hier. Vier Stück. Wichtig ist jetzt dein Standbein. Das hält dich, das trägt dich. Und du fangst an, die Knie, das Knie nach vorne zu ziehen. Ziehen. Und dabei roll dich ein. Zieh den Bauch ein. Ziehen, strecke, ziehen, strecke, ziehen, strecke, ziehen, strecke. Und wenn du kannst, gehst du zurück zum Schlittschuhschritt. Knie ranziehen, Schlittschuh, ranziehen, Schlittschuh. Oh, die Arme nochmal schön festmachen. Komm, zieh. Einrollen. Immer wieder.
den Bauch neu aktiviere. Und dein Standbein, das hält und hält und hält und hält. Wir haben die letzten 8 Stück mehr für den Bauch. Zieh ein. Und noch 3. Noch 2. Wunderbar, die letzte. Komm, feste. Schaffst du noch. Und stell die Füße auf. Tief. Tief. Und jetzt schieb den Po richtig schön nach hinten. Das fühlt sich für dein Standbein fast schon an wie eine kleine Dehnung. Bleib mal tief sitzen. Lass die Arme hängen. Schieb dein Gewicht auf die Fersen und dann fängst du an zu rudern. Feste ziehen hinten. Setz dich schön weit nach hinten. Den Rücken festmachen hier. 4 Stück hier noch. Wichtig, dass du tief sitzt, dass deine Beine hier schön brennen. Jetzt die gestreckten Arme. Zieh nach vorne. Zieh nach vorne. Zieh nach vorne. Noch weiter. 3 Stück. 2 noch. Zurück zum Rudern. 4-mal. Zieh. 3, 2, gestreckten Arme, jetzt nach vorne, wieder, zieh, 3, 2, nochmal, rudern, 4, 3, 2, und letztes Mal gestreckte Arme, zieh, 3, 2, stütz dich mal ab, den Rücken, rund und gerade. Beweg die ganze Wirbelsäule. Bereite den Rücken vor auf den Tag. Mach ihn stark. Feste 2 noch. Letzter. Und dann rollst du dich wieder auf. Schultern sind zurück. Rollen die Arme auf. Jetzt das rechte Bein. Das war gerade das Standbein. Bei den ersten paar Wiederholungen spürt man das auch. Versuch, dein linkes Bein jetzt stark zu machen. Das ist die Verlängerung von deiner Wirbelsäule. Das hält hier über die Gesäßmuskulatur, das Becken vorne. Mach dich richtig schön lang. Jawohl. Wir gehen sauber zur Seite. Wenn du mal nach unten schaust, siehst du das? Die Füße landen immer wieder nebeneinander. Und auch auf dem Weg zur Seite bleibt dein Becken fest und gerade. Es geht nur so hoch, wie du hier Kraft und Beweglichkeit auf dieser Seite hast. Und es reicht. Dein Bestes. Prima. Nehme ich wieder zu euch, zur Seite. Und dann ziehst du die Zehenspitze nach außen. Öffne Hüftgelenk. Versuch das, den Fuß auszudrehen, dass du hier die Gesäßmuskulatur aktivieren musst. Schau, dass du fest auf deinem Standbein stehst. Es ist immer noch stark, kraftvoll. Nimm die Arme nach oben und dann zieh die Ellbogen tief. Und noch ist der Brustkorb oben, noch schaust du gerade nach vorne. Du streckst dich. Arbeite mit den Armen stark. Arbeite hinten mit deinen Schulterblättern stark. Feste. Und dein Standbein wird nochmal ein bisschen härter, sodass du einen Zentimeter nach oben zur Decke wachsen kannst. Prima. Und dann zieh das Knie nach vorne. Wenn du gut stehst und sicher stehst, aktivierst du deine Bauchmuskeln jetzt mit. Roll dich ein. Beweg den Oberkörper. Wie wenn du auf dem Rücken liegst und Crunches machst. Schön einrollen. Ziehen. Ziehen. Jawohl. Nütz die Kraft im Bauch, in den Armen. Hüftbeuger. Und du stellst dir richtig vor, wie hier dein Sixpack anspannt.
von oben nach unten, weil du es steuern kannst. Ziehen, feste. Wenn du nochmal möchtest, nimm diesen Schlittschuhschritt mit dazu. Einziehen, strecken, strecken, strecken. Und jetzt brennt das Standbein schön. Da halten wir durch, bitte. Das sind die wichtigsten Wiederholungen. 8, yes, 7, komm. Freitagmorgen. Besser geht's gar nicht, in den Tag zu starten. 3 noch. Letzten 2. Kniebeugen. Tief. Jawohl. Schieb das Becken so weit nach hinten, dass du wieder die Muskulatur, Standbein spüren kannst. Fühlt sich fast schon an wie eine Dehnung. 8. 7. Lass die Arme hängen. 4 noch. 3. Und dann bleibst du sitzen. 4 mal rudern. Feste. Ziehen. 3. 2. Nach vorne strecken. 4. 3. Setz dich so tief du jetzt kannst. Das sind die letzten. Und nochmal rudern. 4. 3. 2. Wunderschön. Streck die Arme weit nach vorne. Zieh. 3. 2. Und die letzte Chance. Rudern. 4. 3. 2. Einmal noch schön nach vorne strecken. 4. 3, 2 und stütz dich, roll dich auf. Roll die Schultern zurück. Locker. Alle Gelenke aus. Großen Schluck trinken, wenn du möchtest. Und dann hol dir deine Matte oder dein Handtuch. Oder begib dich auf den Boden. So. Mach einen schönen, großen Schritt, um tief zu gehen. Komm als erstes mal in einen Vierfüßlerstand. Streck dein rechtes Bein nach hinten aus. Ich muss mal gucken, dass ich da reinpasse in die Kamera. Und dann heb das Bein schön hoch. Mach den Oberkörper bitte jetzt fest. Arbeite mit deinem Trizeps. Dein Trizeps steigt hier den Ellbogen. Schau, dass der Schultergürtel schön stabil ist. Das Einzige, was sich wirklich bewegt, ist das hintere Bein. Und wir gehen auf die ganz großen Muskelgruppen, damit du entsprechend den ganzen Tag wie eine Maschine arbeiten kannst. Der Körper ist gut durchblutet da, mit Sauerstoff versorgt. Und es ist wie so ein kleiner Ofen, der verbrennt und verbrennt und verbrennt. Feste, komm, große Bewegungen, flotte Bewegungen. Und lass das Bein auch hier nochmal richtig zum Brennen und zum Zittern bringen. Haben wir gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. Noch 8, 7, schnell, 6, 5. 4, 3, 2 und setz das Bein an. Geh mit den Knien nach hinten, Arme beugen und strecken. Beugen und strecken. Und wer Liegestützen kann, heb die Knie jetzt ab. Wenn du an deinen Liegestützen arbeiten möchtest, heb die Knie ab. Probier's mal. Wenn du noch nie Liegestützen gemacht hast, bleib im Vierfüßlerstand und erstmal langsam dich nach unten arbeite. Mach so viele Liegestützen, wie du jetzt schaffst in der Zeit, wo ich rede. Versuch, die Arme zu beugen und zu strecken. Bitte nicht nur mit dem Becken tief und hoch gehen, sondern über die Arme arbeite. Was macht dein Kopf? Der bleibt schön hinten. Die Nasenspitze ist hinten. Du möchtest den Brustkorb ablegen. Und die erste Runde ist gleich vorbei. Schön, tief gehen
und hochdrücke. Tief gehen, hochdrücke. Tief, hoch. Mach noch 4 Stück. Mach noch 3. Streng dich bitte an, konzentrier dich. Letzten 2. Und der letzte. Und komm zurück in die Mitte. Hände wieder sauber unter deine Schulter. Linkes Bein. Zieh, zieh. Mach das Bein fest. Arbeite schnell und in diesem schnellen Tempo deine größte Bewegung. Drück nochmal die Hände feste auf deine Matte. Streck deine Ellbogen. Beobachte deinen Oberkörper. Der ist fest, der ist angespannt und der ist ruhig. Jawohl. Ihr seht, bei mir scheint richtig schön die Sonne rein. Das heißt, ich sehe euch nicht mehr, weil es nur noch blendet. Aber ich spüre das, dass ihr das sensationell macht. Und dann fängt das Bein langsam zu brennen an. Das genießt ihr richtig. Arbeite da dran. Spann den Po an. Streck das Knie durch. Arbeite übers Hüftgelenk, Gesäßmuskulatur. Yes. Schön hochziehen. Komm, fest. Jawohl. Da ziehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt wärme dir die Arme noch mal fest. Streck deine Ellbogen. Drück dich richtig vom Boden ab. 8 Sekunden Zeit. 7. 6, 5, 4, 3, 2, wunderbar gemacht. Eine Chance habt ihr noch. Komm nochmal tief mit dem Becken, wenn es geht. Heb die Knie nochmal ab, wenn es geht. Und dann die Ellbogen beugen, strecken. Und wenn du zum ersten Mal Liegestützen machst, lass die Knie ran und versuch erstmal diese Bewegung in die Arme zu bekommen. Und ich kenne euch, die meisten von euch, die haben auf den Knien schon 1000 Mal die Liegestützen gemacht. Probier jetzt mal, allein zu Hause, sieht dich keiner. Versuch mal die Knie abzuheben. Mach mal 5 Stück, ganz langsam tief gehen und drück dich wieder hoch. Versuch nochmal tiefer zu gehen. Drück dich wieder hoch. Du hast nur noch 3 Stück. Tief gehen. Drück dich wieder hoch. Noch 2 Stück. Tief gehen. Drück dich wieder hoch. Der letzte. Tief. Schön. Ich wusste, du kannst das. Leg dich auf den Rücken. Nimm die Hände unter den Kopf. Leg den Kopf ab. Heb das Becken hoch. Hoch. Und hier erstmal reinkommen in die Übung. Versuch mal, dieses Pendel deiner Beine vor und zurück immer mehr und mehr auszuschalten. Versuch nach oben zu ziehen. Was machen deine Schultern? Was macht der Kopf? Schultern, Kopf bleiben bitte auf der Matte liegen. Versuch mal sogar deine Schultern zu entspannen. Du hebst nur das Becken hoch und tief. Versuch ein Gefühl für deine Bauchmuskeln aufzubauen und lass dir Zeit. Jedes Mal, wenn du dran arbeitest, wird es besser. Wenn du merkst, die Beine bleiben hier nicht oben, dann leg mal deine Hände unter den Po. Letzte 8. 7. 6. Schön klein. Zieh feste nach innen. 4 noch. 3. 2. Und jetzt die Beine im Wechsel. Rechts tief, wieder hoch. Links tief und schön einziehen. Rechts tief, hoch. Links, hoch. Nochmal. Feste.
Nutz das Bein. Lass es richtig schwer werden. Zieh dabei deinen Bauch feste ein. Drück die Lendenwirbelsäule ganz aktiv auf die Matte. Tief. Sehr schön. Wir sind schon wieder fast im Endspurt hier. Du kennst den Endspurt. Achtung. Becken wieder heben. Hoch. 7, 6. Und beim zweiten Mal ist der Rücken vielleicht ein bisschen lockerer. Du kannst sanfter, sauberer nach oben ziehen. Achtung. Gestreckten Beine. 8, 7. Jetzt sind wir schneller. 6. Mehr Spannung. 5. Streck dich. 4. Noch 3. Noch 2. Achtung, Becken. 8, 7. Schön hoch. 6. Und nochmal die Spannung spüren unter dem Bauchnabel. 4 noch. Zieh das Becken hoch. Und jetzt hältst du wieder die Spannung. Gestreckten Beine. Rechts hoch und tief. Und rechts und links. Noch 4. Und jetzt kommt die letzte Runde. Deine beste Runde. Achtung. Becken nochmal heben. 8, 7, 6, 5. Versuch nochmal Schultern, Kopf zu entspannen. 2. Bauch ist fest, gestreckte Beine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und der Endspurt. Rechts, links, rechts, links. Wunderbar. Und wer die Übung gestern auch schon gemacht hat und vorgestern auch schon und vorvorgestern auch schon und vor 2 Wochen auch schon, da hat sich auf jeden Fall was getan. Versuch mal, Ellbogen, Knie intensiver gegeneinander zu drücken. Versuch mal, das Bein tiefer zu bringen. Vielleicht arbeitest du jetzt in deinem eigenen Tempo. Vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht ein bisschen schneller. Aber hol das Beste nochmal raus. Versuch den Bauch jetzt nochmal aktiv einzuziehen und spür, wie deine Schulterblätter, einmal rechts, einmal links, nach oben kommen. Schön hochziehen. Endspurt, letzten 30 Sekunden. Nochmal, so fest du kannst. Druck, 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 Druck. Schön, es ist fast geschafft. Jetzt hältst du durch, zieh nochmal ein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und ablege. Streck dich mal. Streck dich bitte am Boden entlang. Und streck dich bitte aktiv. Richtig aktiv. Das heißt, deine Arme ziehst du lang am Boden. Die Beine richtig lang ziehen. Und dann zieh mal am rechten Arm und unten am linken Bein, dass du in so eine Diagonale dich ziehst. Und dann die andere Seite auch richtig auseinanderziehen. Nütz diese Möglichkeit, um den Brustkorb zu öffnen. Atme tief und feste. Ein und aus. Wenn du jetzt noch weitermachen möchtest, bist du natürlich perfekt aufgewärmt. Ansonsten vielleicht noch die ein oder andere Dehn- oder Atemübung. Vielleicht noch ein bisschen liegen bleiben. Denk dran, nach dem Training viel Wasser trinken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder.